Für die Ausstellung World Press Photo, die die besten Pressefotos weltweit zeigt, hat die 10. Klasse der Integrierten Gesamtschule Oldenburg ein besonderes Führungskonzept entwickelt, speziell für Schülerinnen und Schüler. Den Anstoß dazu gab Kunstvermittlerin Vanessa Reis. Das war so, dass ich schon lange durch die World Press führe und irgendwann mal die Idee hatte, es muss eigentlich für Schülerinnen und für Schüler ein anderer Input her. Und ich dachte, wenn wir jetzt eine Schülerführung haben, dann haben wir mal eine ganz andere Sichtweise. Eine Idee, die an der IGS Oldenburg auf offene Ohren stieß und Tatendrang. Zentraler Punkt des Führungskonzepts: Die Schülerinnen und Schüler suchten sich die Werke, die sie in der Ausstellung vorstellen wollten, selbst aus. Auf diese Weise beschäftigten sie sich mit aktuellen, globalen Herausforderungen. Wir haben uns erstmal die Kataloge angeschaut und die Bilder rausgenommen, die uns persönlich gefallen haben. Und dann haben wir uns halt eben sehr intensiv mit diesen beschäftigt, haben uns mit dem Kontext beschäftigt. Was ist da genau passiert und was kann man da sozusagen erzählen und welche politischen oder gesellschaftlichen Probleme gibt es im Zusammenhang damit? Das liegt natürlich erstmal auf der Hand, dass man über diese Bilder, diese Fotografien einen Perspektivwechsel durchführen kann. Und so kann man diese Ausstellung auch als Aufhänger nehmen, um über globale Probleme zu sprechen. Die Schülerinnen und Schüler erwarben nicht nur Wissen über die didaktischen und methodischen Elemente einer musealen Führung, sondern sie bekamen auch rhetorisches Handwerkszeug vermittelt. Was wäre zum Beispiel wichtig? Worauf müsste man bei der Stimme achten? Dass man laut und deutlich spricht. Durch das Rhetoriktraining habe ich gelernt, dass ich halt ein bisschen selbstbewusster bin und auch mit den Menschen interagiere. Also die Schüler haben sich ja sehr gut vorbereitet auf die Ausstellung und kannten natürlich auch die Hintergründe zu den Fotos. Und die Fotos können dann auch auf dieser emotionalen Ebene eine Beziehung herstellen zu den Gästen, zu den Schülergruppen, die dann entsprechend auch gebannt zuhören. Die Resonanz war für die Schülerinnen und Schüler überwältigend. Ihr Führungskonzept funktionierte. Mit ihrem Peer-to-Peer-Ansatz erreichten sie die Besucherinnen und Besucher und somit ihr Ziel. Ich fand es interessant, wie die Schüler und Schülerinnen darauf reagiert haben, was ich ihnen erzählt habe und wie erstaunt die auch teilweise waren. Und dass wir denen halt sagen könnten, hey, das ist gar nicht so langweilig, das ist richtig spannend, was da passiert. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler erkannt haben, dass sie politisch aktiv sein können auf vielfältige Art und Weise, dass sie ja in diesem Sinne auch politische Arbeit geleistet haben, indem sie ja Gleichaltrige über globale Probleme aufgeklärt haben. Also ich fand es halt wichtig, auf so Probleme aufmerksam zu machen, die man halt jetzt nicht so im Hinterkopf hat und dann auch vielleicht selber so eine Aktion startet, dass man halt Menschen hilft oder andere Menschen darüber informiert und dass wir das halt dann weitervermitteln und dann auch an die jüngeren Generationen. Meine, deine, unsere Zukunft.